Wir brauchen blutige Füße. Ah, das geht ja aber schlecht, ne? Aber wir sollten sie trotzdem anvisieren. Füße. Na, na. Ja, so ist auch gut. Fühlt sich irgendwie gerade mächtiger an. Das könnte im Zusammenhang stehen mit dem Explosionsschaden. Und er hat den Enklaven-Plasmawerfer, ne? Er hat das gute Teil. Eine der mächtigsten Waffen aller Zeiten. Brauchen wir auch. Und jetzt können wir erst Server-Hopping machen. Schön zusammengekartet, natürlich. Klickerdi klick. Füße. Spritze. Oh, die hauen aber ganz schön rein, ne? Ja, so oder so, zwei Schuss. Wollen wir das akzeptieren? Oder wollen wir zur Klopp Arena wechseln? Fühlt sich irgendwie schwächer an heute. Aber warum denn? Ist nicht Loadout bedingt. Wir brauchen nicht für Wumsi das große Waffen-Loadout. Oh, Ardons, da ist er. Na, na. Okay, Klopp Arena. Beauty. Wir flitzen zur nächsten. Flop, flop, flop. Oh. Waffenwechsel hat nicht funktioniert. I don't know. Keine Ahnung, was mit der Fallphysik in Powerrüstung aktuell los ist. Vielleicht ist das nur bei mir so. Ist gut möglich. Da flitzt er wieder. Ich gebe dir Deckung. Zweite Verbindung wird jetzt aufgebaut. Aha. Ihr schafft das, Team. Dankeschön. Jetzt wieder Köpfchen. Köpfchen, Köpfchen. Ja, das ist Power. Das ist Power. So wollen wir das. Klopparina Power. Zack. Und zack. Durchladen. Na, von wo kommen sie? Dahinter sind sie. Weggezimmert. So geht's vorwärts. Saubere Arbeit bis hierhin. Wir sind heiß. Und bereit zu töten. Na! Nicht von hinten hier. Ferkel, du. Flop, flop, flop. Nice. Ja, Klopparina ist wirklich unsere beste Allrounder-Waffe. Aber es gibt auch Situationen, wo wir mit Wumsi mehr anfangen können. Gerade bei der geleiteten Meditation vom Dach aus. Aber da sind die Gegner auch schwächer. Wir brauchen gerade mehr direkten Schaden hintereinander gefeuert. Mit einer schönen hohen Schussrate. Hinter dir, pass auf, Hundi. Killerhundi. Aus der Hölle. Na, noch einer. Ich glaube, die Leute sind hier so ein bisschen zu weit weg. Ich nicht, oder? Ich zirkel in Ordnung. Ich erwische ihn nicht. Jetzt aber. Flop mit der Power des Besucher-Tees. Unter anderem. Haben wir doch genommen, ne? Haben wir genommen. Die haben jetzt alle, ne? Das ist selektierte Wahrnehmung. Für uns hat jetzt wirklich jeder den Enklaven-Plasmawerfer. Rüber, rüber, rüber. Go, go, go. Waffenwechsel. Es geht nicht. Er macht in der Luft keinen Waffenwechsel gerade. Nein, macht er nicht mehr. Was? Achso, ich habe keine Viererwaffe. Das war das Problem. Upsi. Ja, doch, macht er. Alles cool. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Natürlich, wir haben die Rache der Foundation ja abgelegt. Und Wumsi liegt auf der 1, weil Wumsi eine Schrotflinte ist. Wie, naja, wie schusselig von mir. Doch wer hat was anderes erwartet? Mal ganz im Ernst. Aber gut, wir geloben Besserung. Markierung da oben. Zack, wo ist der Dicke? Wo ist der Dicke? Wo ist es denn das Ziel? Ad Victoriam. Plötzlich und Ad Victoriam. Wo ist er? Wo ist er? Die Ratte. Hoch da. Wo sind die Plasmawerfer? Flop. Gekillt, Mann. Oh. Ich habe 15.000 Kronkorken. Während der AFK-Schlafaktion habe ich Geld verdient ohne Ende. Ich habe Waffen verkauft. Das ist der Beweis. Habe ich selber gar nicht gecheckt. Wir müssen mal gucken bei uns im Laden. Money mitnehmen. Natürlich.
an jeder Muni-Location, bitte. Soundwag? Ja, stimmt. Hört sich an wie ein guter Beat. Oh, Härteprüfung müssen wir heute auch noch machen. Fantastisch, wir sind ideal geskillt. Das gibt's doch nicht. Wir können ja da auch mal Wumsi ausprobieren. So, das war Muni-Location Nummer 1. Und Muni-Location Nummer 2 ist hier drüben gewesen. Genau. Gib her, schnell. 6 Minuten 3. Ja, war auch eine schwere Daily Orms. Das geht schneller, aber auch langsamer. Flop. Danke, alles. Wir können. Sag ich mal. Jetzt bin ich ja neugierig. Nee, ich glaube, wir haben wirklich alles, ne? Trotzdem verkauft sich gut der Pudelschlafsack. Zurück ins Ödland. Oh nein, die Vorhänge nicht schon wieder. Irgendwer hat schon wieder die Vorhänge aufgemacht. Aber ich bin gar nicht mehr überrascht. Keine Manieren hier, diese Ödländer. Was für eine Frechheit. Glücksspiel, Glück abholen. Kram verticken. Ja, hier. Kapazitäten einsparen. Brauchen wir Muni? Nein. Da steht noch 999. Also wirklich, da hätten sie doch ruhig mal noch eine Zahl hinten, also eine Stelle weiter hinten ranpacken können. Aber egal. Schnellreise-Loadout. Wir wollen zur Härteprüfung. Los! Und ich habe schon wieder verpeilt, dass das gar nicht der Räumungsbescheid ist. Meine Güte, Leo. Ah, schade. Räumungsbescheid müssen wir spielen für Scorepunkte. Zweimal die Woche. Nur zweimal. Heute einmal. Und dann, ne? Da drüben, ja. Okay. Hallo Papa Mensch, alles klar bei dir? Let's do this. Go, 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 go. Aus der Rüstung raus. Wir brauchen die unnachgiebig Power. Und wir machen uns hier einfach mal ein bisschen Platz. Alles, was explodieren kann, sollte auch explodieren. Oh, oh. Harter Ruckler. Bitte nicht abstürzen. Zack, zack, zack. Ist hier noch was, was explodieren kann, was ich noch nicht kenne? Mm-mm. Okay. Klopperina-Loadout. Und dann zischen wir uns einen Ballistikbock rein. Auf die Plätze, fertig, Ballistikbomb. Jetzt, Psycho. Boom. Völlig überbufft für dieses Event. Aber es gibt nichts Schöneres. Kampfsperre, natürlich. Schön zerlegen. Na los. Schneller und mehr Roboter, bitte. Durchladen. Hey, nicht in den Rücken feuern. Du Hund, du. Na, geht doch. Genau, einfach durch die geschlossene Röhre hier wieder spawnen. Das machen sie ganz gerne, die Roboter hier. Okay. Ich finde es ganz cool, dass wenn man in der Hocke ist, bevor man losspringt, dass man auch wieder in der Hocke landet. War das bei Fallout 4 auch schon so? Ist ein kleines, aber feines Detail. Oh. Irgendwer noch hier hat Distanzfeuerwehr. Es explodiert häufiger als sonst. Goldene Augenbord. Da drüben, da kommt er, der Lump, der Elende. 300 Kröten. Wir gucken gleich mal nach, wenn es hier fertig ist, was für Waffen wir verkauft haben. Meine Güte, 15.000 Kronkorken. Da müssen wir fast schon wieder aufpassen. Na? Eben sag ich doch. Das dicke Ende kommt noch. Und go! Hey, da ist er noch. Was? Schwarzoton? Habe ich das gerade richtig gelesen? Ist das nicht ein bisschen anstößig? Flop! Weggezimmert und direkt auf die Kampfsperre. Stufe haben wir heute auch geschafft. Päckchen, nice. Müssen wir ja mal umwandeln, ne?
in legendäre Perk-Coins. Damit wir dann noch das Letzte aus unseren legendären Perks rausholen können. Also nach unserem Bedarf natürlich. Da geht noch mehr. Das wissen wir. Aber Distanzfeuerwerk ist einfach mal spaßig. Das müssen wir drinnen lassen. Ach ja, Emoji-Spam. Ganz vergessen. Zack, 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 zack. Weiter, weiter, weiter. Also entweder gibt es eine Cooldown-Phase auf jedes Emoji oder pro Person. Ist durch. Haben wir die Kohle bekommen? Wir können gar nicht aufhören, Emojis zu spammen. Ist ja auch super. Na? Alles klar. Foto. Action-Foto. Mit Kollegen. Das sieht gut aus. Vorsichtig. Vielleicht werden sie mal schießen oder so. Pipe is live. Schöne Position. Halten. Halten. Ja. Oh, auch nicht schlecht. Zack. Und jetzt mal ein paar Schüsse in Action. Ihr müsst schießen. Für bessere Bilder. Oder seid ihr einfach nur AFK-Event-Teilnehmer? Weiß ich nicht. Gut möglich, ne? Der guckt die ganze Zeit in sein Inventar. Ist das auch so eine Aktion, die die Server-Kick-Zeit verlängert? Ist gut möglich. Hier ist man safe. Ist das vielleicht der Insider? Dass man hier auf dieser Röhre das Event überleben kann? Ohne wirklich daran teilzunehmen, wenn x Leute hier dran teilnehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist doch recht hoch, ne? Na, komm, Sperr oder Tor, so. Soll mir recht sein. Ah, jetzt ballert er, ne? Boah! Der ist ja richtig heavy heute. Also, wir sind beeindruckt, dankeschön. Danke, danke, danke. Oh, wir haben aufbereitetes Wasser bekommen. Und Kram. Legendären Kram. Gepär, gepär, gepär. Und die Munis. Und ein bisschen Blei natürlich auch. Ja. Da freut sich die Munitionsfabrik. Na. Wollt nicht gerade, ne? Geht nicht. Ist verbuggt. Verbuggter Bleischrott. Und hier noch mehr Muni. Dankeschön. Und dann geht's erstmal nach Hause. Ich will wissen, welche Waffen ich verkauft habe. Also ich möchte es zumindest so ein bisschen umrahmen können. Na. Ding dong, erstmal den Kram verkaufen. Zack. Kapazitäten freimachen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Glücksspiel. Glück abholen. Und dann wollten wir sowieso noch den Plasmakern in Verkauf schmeißen. Ich erinnere mich. Ach, wir hatten noch 37 Raketen. Die wiegen 44. Oh mein Gott. Wie gut ist denn aktuell unser Stash-Management? Das gibt's ja nicht. Obwohl wir so viele Waffen haben. Keine Ahnung, was wir verkauft haben. Sieht immer noch so voll aus, aber irgendwas müssen wir verkauft haben. Wahrscheinlich eine von den ganz, ganz teuren. Oder super viel Munition. Nein. Das muss schon eine Waffe gewesen sein. Plasmakern, 89 Kronkorken. Weg damit. Zack. Oh, nein. Oh. Dieses Nummernfeld. Das ist so verbuggt, ey. Plasmakern, Klappe die zweite. 89 Kronkorken. Aber jetzt. Den Rest lege ich später rein. Wir müssen weiter. Wir wollen gucken, ob wir heute den richtigen Plasmawerfer bekommen. Das richtige Enklaven-Plasma-Gewehr. Am Produktionsterminal. Und dann müssen wir auch noch zu Erl. Abend! Ich will nur einkaufen. Das war hier ganz, ganz hinten. Kaufs-Loadout. Wir brauchen ein Enklaven-Plasma-Gewehr mit. Mit! Ach, guck mal, hier gibt es auch Pistolen. Offensichtlich wird das ja jedes Mal durchgerollt. Wenn ich den Server wechsle, das will ich doch gleich mal ausprobieren. Wo lande ich überhaupt, wenn ich jetzt hier den Server wechsle? Ja, wir landen immer draußen. Ui. Nein. Nope. Nada. Nein. Niente. Hatten wir schon, ne? Nö. Ich glaube nicht. Kein Reflexvisier. Oh, automatisch, aber trotzdem nein.
Komm schon. Also wirklich. Floppdiwopp. Nett, aber nicht nett genug. Eine kurze hatte ich auch noch nicht. Klickerdi-klick-klick. Ding dong. Mal wieder ein Gewehr. Ach, guck mal. Nein, nein, nein. Weiter schön Gewehre, bitte. Nein. Na. Allerletzte Runde für heute. Ich habe nebenbei ein bisschen recherchiert und rausgefunden. Also angestoßen durch euch. Aber jetzt genau rausgefunden, welche Events wir spielen müssten, um die Chance zu bekommen, ein Enklaven-Plasma-Gewehr sogar teilweise mit dem Flamer zu bekommen. Es handelt sich dabei um die Bot-Parade. Endlich wieder ein Grund mehr, die Bot-Parade zu spielen. Echt bombig wird das sein. A real blast. Und Dropper Connection ist verlorene Verbindung. Und dann gibt es noch eine Location, die man abgehen kann. Da ist es auch sehr actiongeladen. Aber wie gesagt, letzte Runde. Komm schon, man. Was soll denn das? Das wäre jetzt echt ein Zufall gewesen, oder? Schade. Schade, schade, schade. Aber wir werden das Teil schon bekommen, Mensch. Das wird super. Und dann gibt es da, ich glaube, zwei Mods, die man da idealerweise raufpacken kann. Einmal den Flamer und dann noch irgendeinen Gamma-Schlag-mich-tot, um die Präzision oder so zu erhöhen. Ne? Aber ich würde mich ja mit einem schon zufrieden geben. Perfektionismus ist ein sicherer Weg ins Unglück. Was sagt denn hier? Ach hier, guck mal. Räumungsbescheid. Wir müssen sowieso ein bisschen hier was an Zeit vertrödeln, damit wir eventuell noch den Räumungsbescheid in der heutigen Aufnahme bekommen. Müssen wir aber nicht unbedingt. Ich hätte jetzt schon gern die 250 Score-Punkte. Aber wichtig ist nur, dass wir das zweimal die Woche spielen. Für die große Challenge. Aber offensichtlich ist hier gerade keins von den Events zu finden. Verflucht nochmal, das gibt's ja nicht. Ne, dann gehen wir einfach zu der Location, wo es ebenfalls Action geladen ist. Und das ist diese hier, ne? Genau, richtig. Aber hier gibt es keine legendären Varianten von dem Enklaven-Plasma, aber hoffentlich die mit dem Reflexvisier. Das müssen wir jetzt in unsere Routine hinzufügen. Das Ablaufen von dieser Ortschaft, den Enklaven-Events und hin und wieder ein bisschen Server-Hopping zum Produktionsterminal. Können wir? Na los, Mensch! Wirken die Buffs noch? Ja, noch 8 Minuten. Das ist zu schaffen. Los! Klopperina schafft alles. Hier sind viele Schlösser, habe ich gehört. Hey, aufmachen bitte! Was? Was ist denn hier kaputt? Warum komme ich denn nicht mehr hier rein? Ach, hier. Entschuldigung. Mein Fehler. So, wir müssen hier lang. Sind die Duschen an? Oh nein! Können wir die Duschen nicht umgehen? Das ist uncool. Können wir hier ran? Die Duschen deaktivieren oder gibt es hier keinen Weg dran vorbei? Doch bestimmt hier lang, ne? Ja. Geht das? Geht das noch hier? Oder haben sie das rausgepatcht? Geht das überhaupt mit der Powerrüstung? Ansonsten Schlösser knacken, wa? Ich probier's mal. Die erste Runde, da sollten wir uns schon Zeit nehmen. Und unserem Pfad hier abtrampeln. Komm schon, Mensch. Du bist eine ganz normale Tür. Früher hat das immer funktioniert. Bisschen schräger hier in die Ecke. Oh. Sehr schön. Gleich offen lassen, ne? Als ob die offen bleiben würde bis zum nächsten Mal. Oh, aber hier, die kriege ich doch mit dem Knöpfchen auf, ne? Aber gleich wieder in die Powerrüstung rein. Na gut, sobald sie wieder in... Ach, haben wir mitgenommen. Ach, Herr Jemine, ich bin so aufgeregt. Vielleicht kriegen wir sie ja gleich hier. Action, gekoppeltes Farming. Oder Grinding, naja, das ist schon eher Grind. Aber schöner Grind, Mensch. In einem wunderbaren Spiel. Oh, Mikrofone. Brauchen wir immer. Immer. Hallo, hallo, hallo. Ich weiß nicht hundertprozentig, wo wir lang müssen, aber wenn ich den Mottenmann sehe, weiß ich Bescheid. Oh, noch mehr Mikrofone. Das ist sehr gut hier. Das wird es ablaufen. Ist das hier richtig? Verschlossene Tür, das wird sein, ne? Geht das wirklich nicht mit Powerrüstung? Na klar geht das, oder? Wir müssen mit der Kamera quasi durch. Sind wir jetzt, ne? Und jetzt? Nee. Meine Güte, der Vorführeffekt. Wir haben das mal besser hinbekommen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ansonsten Schlösser knacken. Ist ja auch eine feine Sache, ne? Oder kann man auch das Terminal... Ja, könnte man. Ach so, die sind alle null. Ha, okay, alles klar. Ich brauche gar nicht das Loadout wechseln. Na dann lieber richtig knacken. Beim nächsten Mal, ne? Ja, wir sind richtig. Mottenmann. Oh, Mottenmann. Heiliger Mottenmann. Klickety-klick-klick. Und ein Wendigo taucht hier auch gleich auf.
waren schon mal hier, ne? In Bezug auf die Quest. Also auf die Story-bedingte Quest. Ist lange her. Sind wir noch richtig? Hier geht's noch runter, ne? Ja, hier geht's noch runter. Einmal müssen wir den Weg abstecken und dann wissen wir es für immer. Das ist der gleiche Raum, ne? Ja, ist er. Dann gehe ich hier wieder lang. Dann müssen wir da drüben irgendwo rein oder hier lang. Nee. Oh, Mottenmann-Eier. Ach, guck mal einer an. Für Hirnbomben irgendwann. Mal wieder. Da waren wir jetzt. Exit. Das ist hier lang. Oh, wir sind richtig. Wendigo. Jopp. Da kommen sie. Und da ist der Wendigo. Habe ich doch gerade in einem Video gesehen, Mensch. Hey! Legendary. Lohnt sich total. Wir kommen immer wieder hierher. Weggefetzt. Wo ist dein Kram? Hallo? Mega-Zecke. Dieses Pack. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. So, na dann. Wie geht das hier weiter? Wir müssen gegen jede Menge. Oh, wir müssen hier lang, ne? Wir müssen gegen jede Menge Verbrannte kämpfen. Oh, das wäre ein Terminator sein. Ja, genau. Das ist ja fantastisch, Mensch. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Komm schon, Mensch. Aber hier kommen wir nicht vorbei ansonsten. Beim nächsten Mal probieren wir nochmal. Beim nächsten Stufe 1 Schloss probieren wir nochmal den Kameratrick. Aber psch, ne? Das muss unter uns bleiben. Na, Mensch. Wo, was, wie? Ah, oh Gott! Pack ihr! Der war doch irgendwo im Grubenhauer gerade eben. Kommt der von unten? Zack! Und hi! Red Axe. Nein! Wir haben keine Zeit für Red Axe. Hier schneit es also auch. Gibt's hier noch ein paar Mikrofone? Ja, tatsächlich, ey. Wir haben nie wieder optische Glasfaserprobleme. Glaskondensator. Ihr wisst schon. Noch ein Mikrofon hier. Mm-mm. Nee. Ich glaube, wir sind richtig. Hoffe ich doch mal. Die Tür ging gerade alleine auf. Oh, 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 oh. Aber hier müssen wir gar nicht rein. Dann links hoch oder wie? Wäre richtig. Ich hoffe doch mal. Mikrofone. Das sieht hier nach einer Mikrofon-Location eigentlich aus. Aber nein. Aber nein. Türchen. Komm schon, jetzt enttäusch uns nicht. Hier kommt gleich eine ganze Horde verbrannter Schrägstrich Terminator. Und am Ende kommt ein Offizier. Oder unter denen sind schon ein paar Offiziere und dann gibt es noch einen Offizier mit einer Powerrüstung. Und der hat ein Gewehr immer mit dabei. Aber die Drop-Wahrscheinlichkeit wird wahrscheinlich genauso hoch sein wie am Produktionsterminal von Modus. Was ist denn das für ein Glibber? Das ist ja richtig eklig. Doch, doch, wir müssen richtig sein. Das ist der Raum, ne? Alles voll mit Terminatoren. Geht gleich los. Hallo. Tatsächlich. Oh, wie schaurig, Mensch. Die haben jetzt nur Pistolen, die Wissenschaftler. Aber Pistolen und Batons. Aber die Offiziere hier, die auch kommen sollen, die haben... Ja, Offizier, die haben Pistolen. Naja, vielleicht finden wir eine schöne Pistole. Ich würde mich ja erstmal mit zufrieden geben. Aber dann die Flamer-Mod zu bekommen, soll noch viel schwieriger sein. Und das wäre fast schon eine Verschwendung, dann die Flamer-Mod auf so eine Pistole anzubringen. Waren das alle? Ist doch wohl ein Witz, oder? So, Pistölchen. Nahleichen Loot-Funktion. Hier vielleicht. Eine Pistole, aber die brauchen wir nicht. Das ist nicht die, die wir gesucht haben. Generell, wir suchen ja keine Pistole. Wir suchen das Gewehr. Mit einem Reflexvisier. Das Beste, wo gibt. Und dann wird wahrscheinlich
Ja, wird wahrscheinlich ein Automatiklauf drauf sein. Könnte man ja auch mal ausprobieren, habt ihr mir auch empfohlen. Soll ganz cool sein. Aber mal schauen, ne? Kommt Zeit, kommt Rat. Wie geht's denn hier weiter? Wir gucken uns das nochmal an. Ne, Quantum lass ich nicht liegen, Mensch. AP, Notfall-AP auf Knopfdruck ist Sternchen gewesen bei mir. Ne, hier ist nichts weiter. In die Richtung. Abflug. Wo ist der Offizier? Hallo, Wissenschaftler? Wir gucken uns mal die Räume an. Na du! Ebenfalls ein Wissenschaftler. Nein, 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 nein. Und dann halten wir uns mal rechts. Hier noch einer. Hallo! Ellie, pass auf! Ja, das sind böse Terminator. Das ist wie Terminator 1. Wenn ein Terminator in der Nähe ist, flippen Hunde immer aus. Ellie, pass auf! Sehr gut. Wir sind im Tiki-Motel. Nö, weiter. Zack. Und hier geht's wieder raus, ne? Die Tür können wir auch aufmachen. Ist hier vielleicht noch ein Terminator? Komm, wir wollten beim nächsten Stufe 1 Schloss nochmal den Kameratrick probieren. Was mache ich denn falsch? Das kann doch nicht sein. Das hört sich gar nicht nach einem Terminator an. Haben die die Rechte dafür? Das gibt's ja nicht, ey. Rein hier, rein hier. Krieg ich nicht hin. Geht wahrscheinlich ohne Rüstung besser. Na gut, die. Da gibt es ja auch einen legendären Perk. Da müsste ich jetzt keine Karten wechseln. Aber der Punkt, die Karte bei den legendären... Oh Gott, Perks ist mir... Oh, das war richtig, richtig scary gerade eben. Krabbelnde Terminator. Als ich das allererste Mal in meinem Leben Terminator geguckt habe, ich war 8 Jahre alt, habe ich davon geträumt, wie mein Terminator auf dem Boden hinterher krabbelt. Also der dann ab dem Stahlwerk, und nee, nicht Stahlwerk, sondern ab dem Presswerk oder so in Teil 1, ihr wisst schon, wo Kyle Reese dann wegstürzt. Oh, Spoiler, tut mir leid. Aber der Film ist so alt, mal ganz im Ernst. Davon habe ich geträumt, wie so ein halbierter Terminator mir hinterher krabbelt. Und anfänglich kam er aus einem Schubfach. Zack. Super scary. Hi. Oh, hier sind die ganzen Offiziere, ne? Gucken, gucken, gucken. Türchen. Aber ihr habt nur die Pistolen. Ja, alles nur Pistolen. Flup, flup, flup. Ja, normale Pistolen. Ziemlich das gleiche. Aber was anderes haben wir ja auch nicht beim Modus bekommen gehabt. Das ist schon sehr rar, ne? Das Reflexvisier, da habt ihr schon recht. Aber irgendwann werden wir Glück haben. Wir friemeln das ein. Schön variationsreich. In unserer Routine. Das gehört jetzt dazu, wie damals. Mit der Secret Service Rüstung und dessen Berollung und dann der Bruderschaftsaufklärungsrüstung. Das kriegen wir alles hin. Offizier und Fusionskern auf Toilette. Was hast du denn bitte damit hier gemacht, sag mal? Nee, brauchen wir alles nicht. Schade, schade, schade. Flup, 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 flup. Und dann müsste irgendwann der dicke Macker kommen. Wissenschaftler. Mit einem Baton wahrscheinlich. Ist aber auch eine nice Location, wa? Halb gefüllt mit Wasser. Das ist super scary, weil... Ach, warte mal. Alter Schwede, das ist ja... Normalerweise haben sie den... Oh, das muss ich jetzt mal erklären. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Normalerweise hätten sie jetzt den blanken Terminator-Schädel. Aber, wie wir hier sehen, haben die Gegner noch ein bisschen Fleisch auf dem Kopf, okay? Was glitschig aussieht. Aber das ist eine wirklich zufällig gelungene Mischung aus dem normalen verbrannten Gesicht. Naja, nicht dem normalen verbrannten Gesicht, sondern dem angemoddeten Gesicht der Verbrannten durch die Wintermod. Weil dadurch bekommen sie blaue Splitter bei mir, die leuchten. Ne? Und weil das hier so echt ideal übereinander fällt, haben die zumindest noch einen fleischigen Kopf, einen halbfleischigen Kopf. Ist das nicht geil, Mensch? Wie die Sense-Mensch, eine blutige Variante. Oh,
Das wird ja immer besser. Da ist er, da ist er. Er hat das Gewehr. Spritze. Floppdiwopp.